Hallo, bin wieder da, hört ihr mich? Wieso kriege ich... Ach so, ach, falsche Maus. Und alles nochmal eben ein Stück Lakritz zu Ende. Und sind immer noch 14 Leute da, das freut mich. Ich muss bei Schnecken immer an Schlacks und Schleimi denken. Gib mir 5 mit den Augen. Augenklatscher. So, im letzten Part, nein. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch? So now, as we move across the sky, we see another familiar face. This will be Ursula Minor, or as we like to call him, Little Bear. What's so funny? Can't you horny little animals save this kind of thing for after class? Horny little things? Muss jetzt mal eben gucken. Ich hoffe, die ist gleich noch da, die PSP. Ja, gut. Ich habe nämlich eben das Stromkabel rausgezogen, weil die ist genug aufgeladen jetzt. So, hier müssen wir also dieses Rätsel lösen. Ich habe keine Ahnung, wie. So, hier haben wir jetzt so ein Ding. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Den großen Bären bilden? Stimmt, oder? Der Löwe. Cassiopeia. Schütze. Haar der Berenike. Free Tour of durch die Galaxis. Oh, 555-2264. Cool. Wenn das bei Calling auch so schnell geklappt hätte. Also bei mir hängt es übrigens nicht. Ich verfolge den Livestream auf meinem zweiten PC auch mit. The origin of life. Gaze at the stars and listen as we explain how life as we know it came to be. The Big Bang. Around 20 billion years ago, the universe consisted of nothing Nein, but a bei compact mir nicht. Ball of hydrogen, auf meinem zweiten PC protons, super. Neutrons, electrons, and their antiparticles, plus radiation. There were no planets or stars, no suns or galaxies, no people. 5 billion years ago, the compact hydrogen soup exploded with huge force, and matter shot out in all directions. The universe doubled in size. This expansion of the universe continues today.
The explosion caused a great decrease in the density and temperature of the universe, and no new particles were formed. Now, particles and antiparticles battled in a frenzy of self-destruction. This left the universe with a much reduced collection of positively charged nuclei and negatively charged electrons in what we call a plasma soup. Everything we see in the world today was created in this incredible explosion 5 billion years ago. Just as life and death rule on the human scale, so are these the forces that dominate on the galactic scale. Okay, das hat uns immer noch nicht weitergeholfen. Ich hoffe, wir brauchen wirklich... Also wer von euch da schon gespielt hat, brauchen wir jetzt den großen Bären oder nicht? Oder den kleinen vielleicht? Denn der große Bär ist hier nirgendwo. Da ist nämlich schon wieder der Löwe. Galaktika vom fernen Stern Andromeda. Okay. Oder müssen das vielleicht Zahlen sein? Woher kam das Lied, was ich gerade gesungen habe? Ich schätze mal, alle von euch, die noch nicht 20 sind, die kennen das nicht. Nino! Kleiner Kater, aber du störst gerade. Ja, sehr gut, Nertis. Vielen Dank. Da, 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 da. Da, da, da. Da, sieht. Hallo, Spencer, war cool. Boah, was muss ich hier machen? Das sind einfach nur so Sterne. Hat jemand einen Tipp? Da ist der Wagen und ich glaube, der Kleine ist das. Das japanische oder das deutsche Sailor Moon Opening? Ich kann beide. Mädchen, was denn? Okay, ich muss den kleinen Bären suchen. Nino, mach jetzt nicht so einen Lärm. Guck mal auf die Uhr. Wenn die Nachbarn sich beschweren, musst du weg. Das willst du doch nicht. Boah, hätte ich mal den Kunstraum genommen. Der war leichter. Ich bin zu blöd, Leute. Ich finde den nicht.
das der hier? Nee, ne? Patrick drückt ihn nach jedem Wort auf Enter. Bitte. Helf mir mal lieber hier. Der Bär sieht ungefähr aus wie eine 6, aber... dass ich das weiß. Nino! Mach nicht so einen Lärm, bitte. Für die, die das Spiel schon mal gespielt haben, kommt irgendwie ein Signal, wenn ich es richtig gemacht habe? Ich weiß, wie der Bär aussieht, ich finde es hier aber nicht. Wofür mache ich das hier überhaupt? Was passiert, wenn ich den richtigen gefunden habe? Geht da eine Tür auf oder sowas? Patrick sagt, wenn man das richtig macht, steht da was an der Wand. An welcher Wand? An der offensichtlich nicht. Unlock somewhere else. Warum soll ich schon wieder zu den Bildern gehen? Da war ich doch schon überall. Ja, das ist hier der Bär. Der aussieht wie eine umgedrehte 6. An der Wand über mir. Du meinst an der Decke, du Trottel. So, aber da steht irgendwie auch nichts. Ach, ist das scheiße. Ich glaube, ich gehe gleich doch in den Kunstraum.
oder ist er das nicht? Das ist der doch, oder? Aber ich sehe da nichts. In welche? In die Position, die er auf dem Bild hat? Das kann ich aber nicht. Dafür müsste ich ihn um so und so viel Grad drehen. Das klappt nicht. Was ist mit so doof? Welchen Knopf? Aber damit mache ich doch nur das Dings aus. Ja, da steht nichts. Gar nichts. So, und jetzt? Nix. Ja, Nette sagt gerade, es ist sehr merkwürdig. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen gibt es einfach keinerlei Hinweise, was man hier tun muss. Wir machen das andere. Das ist zwar ähnlich nervig, aber wenigstens kriegt man genug Hinweise, was man zu tun hat. Na. Scheiße, wir kommen da nicht mehr rein. Tja, sobald man sich für ein Zimmer entschieden hat, ist das andere geschlossen. Also, ist jemand mal eben in der Lage, das zu googeln, was ich tun muss? Ich trinke so lange mal eben meinen Kaffee weiter, bevor der wieder völlig erkaltet. Ja, da waren wir schon, Patrick. Ich glaube nicht, dass wir hier ohne Rätsel einfach weiterkommen. Außerdem ist hier kein Trophäendings. Und keine, ne? Gibt's hier nicht. Wir müssen dieses Rätsel jetzt machen, sonst kommen wir nicht weiter. Hier gibt's nämlich auch keine Trophäen und nichts. Nein, gibt es nicht. Also, hat jemand mittlerweile rausgekriegt, wie wir dieses komische Astronomie-Rätsel lösen müssen? Ich habe unter Google auch noch nie etwas zum Thema, was kann ich gegen Hedys schlechte Witze tun, gefunden. Also macht dir nichts draus. Das Echo habe ich schon.
von Crumblicious ist da. Hi! Kommt genau jetzt in dem Moment, wo ich feststecke. So, den Schalter habe ich auch schon gedrückt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Jordan und Patrick posten gerade abwechselnd. Ich habe sehr viel Humor, Hedy, nur sagen wir intelligenten Humor. Drei, zwei, sieben. Können wir das wohl auch einfach so anrufen, ohne dass wir das wissen müssen? Ich bin nur ehrlich. Doors open. Okay, danke. Ja, das war jetzt voll Cheaten, liebe Leute. Es tut mir leid, aber ich habe keinen Bock mehr auf dieses dumme Rätsel. Wir gehen jetzt. Ach so, ja, hier kommen wir nicht weiter, weil hier, da wäre jetzt der Ausgang vom Kunstraum gewesen. Also wenn ihr das spielt, nimmt Kunst. Das ist jetzt nicht so mega einfach auch unbedingt, aber man kriegt ziemlich viele Hinweise. Oh, sag mal, wie lange gibt's diese Halloween-Episode? Nur heute oder auch noch ein bisschen was länger? Sieh dir das neue Outfit an. Heiß. Kuss Dahlia. Ja, wer auch immer diese Dahlia ist. Silent Hill 1 Fans kennen die natürlich. Aber in diesem Spiel ist alles etwas anders. Ist hier irgendwas zum Mitnehmen? Nein. Okay, das ist falsch. Vielleicht müssen wir das anrufen. Oder wir müssen hier irgendwie einen Blick in irgendeinen Schrank werfen. Ich glaube, der ist das, oder? Ja. Aber erstmal eine Nachricht annehmen. Special place. It's a place where you learn a lot of things. But the most important thing you learn is about yourself. High school is where you learn who you are, where you get to establish an identity and an independence. But remember this, you're not done learning. Not about algebra, not about yourself. You're gonna change. You're gonna discover new things every day. That said,
Always remember who you were, who you wanted to be back in high school. So. Tja, ich weiß gar nicht, gab es an meinem Abschlussball auch so eine Rede? Ich kann mich nicht dran erinnern. Abschlussball ist gut, Abiball halt, ne? Ja, jetzt haben wir diesen Schrank, aber irgendwie ist hier nichts dran oder ist hier irgendwie so ein... Ja, da steht was auf diesem Footballspieler da. Ja. Aber ich kann es kaum lesen. 1034? Kann das jemand lesen? 4031? Es ist gerade schwarz, weil mein PC gerade irgendwie... sich beschwert. So, jetzt solltet ihr gleich wieder Bild haben, hoffe ich. Ja. Also, kann jemand lesen, was da steht? Eins, null, drei, eins, okay. Tada! Okay, der Patrick sagt, ich soll jetzt eine bestimmte Nummer anrufen. Ach, da kommt noch eine Null hinter. Das geht aber nicht, ist zu lang. Also, was ist falsch? Muss ich warten, weil ja die Zeitverzögerung drin ist? Ah, das geht nur bei Wii. Okay. Macht nichts. Here's to us. We're never gonna get old. Never gonna be like our parents. Never gonna blend in. I just never
sorry if I interrupted you. Oh, I didn't realize there was anyone else in here. I'm looking for an emergency shelter, I guess. You're not here for the reunion? No. Just my luck. Did everyone else get the message except for me? What a screw up. That was elegant. Lacking in finesse, but 10 for effort. Michelle Valdez. Harry Mason. Nice to meet you, Harry. So, what brings you here? I'm looking for my daughter. She's missing. I convinced myself she'd be here. She's a midwitch student? No. She's so just das seven. Kleid ist etwas Her unspektakulär, aber ich finde das schöner Mason? Als das rote. Yeah. There was a Cheryl Mason when I was here. She ich glaube, das, das dritte me. Outfit von ihr ist irgendwie Must so ein rosa Prinzessin Feen bla. I'll show you. Come look. Ja, auch eingepackte Möpse sind Möpse. There you go. That's an old photo. You say she ran off? No. We were in a car accident. That can't be my daughter. How many Cheryl Masons could there be in a small town like this? She even looks like you. There is a resemblance, but my Cheryl's just a kid. You don't sound so sure. Come on. The principal's office? Yep. Locked. But with a little persuasion. You're breaking into the principal's office? I don't see any hall monitors. Evening, Mrs. Albright. The cow. She's still around? I remember her. She was when I graduated. I think she'll be here until someone drives a stake through her cold secretarial heart. So, jetzt habe ich lange nichts mehr gesagt, weil die so viel reden. Aber ich muss jetzt gleich eine neue Nummer eingeben von Patrick. That's the principal's mit einer, zwei weniger. Das dachte ich schon. All the school records are on it. Students used to hack it to fix their grades. Hey, I was good at school. Principal Fisher was obsessed with changing his passwords. And we're hacking into his PC to... See if you can pull up the records for Cheryl Mason. See if she's your daughter. Und der Nino macht wieder nur Unfug. If I do, we get out of here. Komm mal hier, Süßer. Komm sure. hier, geh da weg. Take your time. I'm just gonna text my boyfriend to find out where the hell he is. So. Okay, wir testen das mal. Wehe, das funktioniert wieder nicht. Dann musst du einen ausgeben. Uns allen. Oh, Konami. Scheint zu klappen. Glück gehabt, mein Lieber. Thank you for calling Konami Customer Support. How may I assist you today? Hello? Hello? Our caller ID shows that you're calling from Silent Hill. I regret to inform you that you are beyond even our help. Das ist ja geil. Habt ihr das gehört? Ich sehe an ihrer Nummer, dass sie aus Silent Hill anrufen. Leider kommt für sie alle Hilfe zu spät. Das ist so geil. Für alle, die das jetzt gerade nicht mitbekommen haben. Sehr, sehr cool. So, Password. Mr. Fisher. Mein einziger vierbeiniger Freund. So, wir müssen jetzt hier überall so Gegenstände finden. Nach diesem Rätsel machen wir übrigens Schluss, ihr Lieben. Ich denke mal, das hält uns jetzt noch so 20 Minuten auf oder so. Niki. Ich bin nämlich sehr müde morgens, NaNoWriMo. Ich habe viel zu tun. Frage, das größte Baseball-Team. So, jetzt ist hier irgendwo so ein Baseball-Dingens. So ein ich weiß leider gar nicht mehr, woran ich das hier erkenne.
das? Geheiratet auf Hawaii. Das merken wir uns schon mal für später. Das brauchen wir auch noch. Twelfth Night von Shakespeare. Was ist das? Toluca Lake? Wahrscheinlich. Irgendwas? Und hier steht der... Ach, das ist der PC von der Sekretärin. Ja, das sind die Sternzeichen. Das weiß ich auch so, wann das ist. 12. November wird irgendjemand 65. Aber leider wissen wir immer noch nicht, was mit dem Baseball. Das hier sieht aus wie so ein Blutfleck von Weitem. Vom Nahen irgendwie auch. Geologie. Was steht da? Otto. Wie auch immer das ist. Aber wo finde ich jetzt dieses dumme Baseball? Ah! Die Shiners. Was ist denn das für ein Name? Kennt ihr noch diese komische Snickers-Werbung, wo dieser Typ da mit Kreide oder so einen Namen auf den Rasen schreibt? Und dann steht dann die Chefs und dann kommt irgend so ein Football-Typ raus und sagt, gute Arbeit. Aber wir sind die Chefs, wir sind die Chiefs. Ach, verdammt. Na, schreib. Nein. Nein, ach fuck, und es gibt keine Tastenkombination dafür. Ich muss das echt auf der Tastatur machen. Twelfth month? Nee, night. Braucht man dafür wohl eine Leerstelle? Ja, ne? Das habe ich jetzt voll falsch geschrieben, oder? Wie komme ich jetzt auf F? Ist nicht ein V? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, schreib mal mit V. Boah, Leute, ich bin so verpeilt. Wir testen das jetzt einfach mal mit F. Ich bin gerade überhaupt nicht sicher. Es ist spät, ich bin müde, ich bin seit 4 Uhr auf. Es war richtig, unser Passwort wurde Sunday 45. Tolles Passwort. Hallo, schreib das da rein. Mensch! Okay, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Ich bin ja schneller durchgekommen, als ich dachte. Aber um 20:30 machen wir Schluss, okay? Shit. You break it? It just froze on me. It is her. It is her. We moved? You don't remember, because of the accident? Simmons Street. It's not a great neighborhood. Why would we move there? I guess the cop was right. My ID was old, that wasn't my house. What else did I forget? There's a phone number, why don't you call it? I will. There's no reception, I'll be outside. Good luck. Yes? Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay? Who the hell do you think you are? Sorry? What's the... Leave me alone! Oh, fuck. To me. No, no, no. Ist später kommt übrigens ein Rätsel in so einem komischen Friseursalon, wo man die Scheiben beschlagen machen muss. Und ich habe nicht gecheckt, wie diese Wasserhähne funktionieren. Weil man ja erst mit einem Hebel die Temperatur regeln muss und dann das Wasser aufdrehen muss. Was ist das für ein Unfug? Genauso wie in England. Da habt
ihr für kaltes Wasser und warmes Wasser jeweils einen eigenen kompletten Hahn und ihr müsst die mit so einem Y-Schlauch verbinden, um lauwarmes Wasser zu kriegen. Und die haben Teppich, auch im Bad. Voll unhygienisch. Und auf der Treppe, und ich bin die voll runtergerutscht, weil es so glatt war. Und ich bin auf meinen. Ich konnte ein paar Tage lang nicht richtig sitzen, weil mein Arsch so weh tat. Also war kacke. Dabei konnte ich auch nicht gut sitzen. Aber das nur am Rande. So. Jetzt geht's hier wieder los mit. Oh Gott, und ich weiß jetzt schon nicht so. Was immer ihr jetzt gerade schreibt, ich kann es nicht lesen. Ich. Upstairs! Run, Harry! Eine Folge, in der ich mich einmal fickig gesagt habe, ist einfach nicht von mir. Ich bin jetzt hier irgendwo in der Sackgasse oder so. Ich kann hier auf jeden Fall nicht runter. Oh Gott, wie viele Gegner sind da? Fick dich! Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, da ist eine Tür! Egal. Hauptsache, ich komme irgendwann an. Und ich war hier schon mal, denn ich habe hier alles umgeschmissen und ich werde im Kreis und es ist eine blöde Fickerei und ich, ja. Komm, sag ich, ficken, kommt ihr angesprungen, ihr Dreckswichser. Ja, nur wichsen reicht euch halt. So, jetzt geh weg. Oh, ich werde wieder ausfallen. Geil, jetzt muss ich auch noch selber über diese Kacke springen. Ich glaube, jetzt gehen wir durch die linke Tür. Geh weg. Fackel! Oh. Das habe ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich brauche. Doch, brauche ich. Kommen wir nicht weiter. Aber ich habe jetzt wenigstens erstmal so ein bisschen Zeit, dass der Harry sich so ein klein wenig regenerieren kann. Ich bin schon wieder hier. Warum lande ich immer hier? Das gibt's doch nicht. Ich bin doch jetzt wirklich einen anderen Weg gelaufen. Wisst ihr jetzt, warum ich dieses Spiel nicht leiden kann? Oh Gott, ich komme hier nicht weiter. Harry, der Depp, kann auch nicht mal mehr über die Monster drüber klettern, die er umgeschmissen hat. Ich sterbe jetzt. Ja. Tja, wir sind wieder hier. Den Ausgang finden. Ja, ich weiß, aber... So, dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen jetzt nicht die Tür. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Fahren kann's ja nicht. Wir gehen hier links rum. Und jetzt. Gehen wir hier durch diese Tür hier. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das jetzt einfach mal.
Ach, jetzt sind wir wieder hier bei diesem Footballfeld. Und das Ding ist durch die eine Tür gekommen, durch die ich vorhin gegangen bin. Ist hier noch irgendwo was? Nein, es ist echt nur diese beiden hier. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier durch. Hier weg. Und jetzt gehen wir durch die. Und dann gehen wir jetzt durch die rechte, bin ich gerade gegangen, dann gehen wir jetzt durch die Tür ganz am Ende. So. Jetzt gucken wir mal, hier ist nichts. Wir müssen jetzt nach da oben gehen. Einfach mal durch die Tür. Das sieht gut aus. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Nee, hier waren wir noch überhaupt nicht. Und jetzt sind hier zwei Türen. Ich nehme einfach mal die, an der ich gerade näher dran bin. Treppe, die wir gerade runtergegangen sind. Es ist immer gut, wenn es nur eine Tür zur Auswahl gibt, dann kann man nicht viel falsch machen. Was ist denn jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich renne einfach mal. Ich gehe jetzt mal hier durch die Tür, weil ich nicht weiß, wo ich sonst lang gehen soll. Wir waren ja auch noch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja. Oh Gott sei Dank. The door's locked. Shit, I'm stuck out here. I'll try and get the doors open. You go take the photos. Don't lose your nerve. I told you she's with him. Get some photos and we'll catch the asshole red-handed. And you get a kiss for every photo. Ja, wir müssen jetzt raus und von bestimmten Szenen ein Foto machen. Sprich, wir müssen jetzt hier diesen ganzen... Oh, guckt mal, ich habe eine falsche Tür genommen, bin einmal hier voll den Umweg gelaufen. Und ja, mal sehen. Ich weiß leider nicht, wo die Sachen sind, die wir fotografieren müssen. Aber ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, ob wir jetzt da wieder anfangen müssen, wenn wir sterben, oder doch wieder ganz am Anfang der Szene. Ja, ihr schreibt auch gerade, ihr mochtet diese Stelle nicht, wenn ihr sie gespielt habt. Ich mochte sie auch nicht. Oh. Erstmal. Ah. Oh. Ich gehe jetzt erstmal wieder rein und guck mir den Wegpunkt an. Das hier ist nämlich so ein Safe Room. So. Ah. Das Spiel sagt uns, wo wir knipsen können. Müssen. Und ihr seht, wie weit wir zurück müssen. Also wir gehen jetzt erstmal hoch, dann links. Ja, das machen wir jetzt noch. Und wenn die Tür offen ist, dann machen wir einen Cut. Weil das kann ich jetzt nicht einfach so stehen lassen. Also raus, links und dann da wieder rechts. Mal gucken, ob das funktioniert. Da ist schon mal eine Fackel. Und hier müssen wir, glaube ich, ein Foto machen. Guck mal, was für ein hässlicher Daumen. Ist ja furchtbar.
Fackel mal mit, noch brauchen wir die ja nicht. Erstmal gucken wir auf die Karte, wo der nächste Punkt ist. Oh Gott, ich bin... Harry dreht sich jetzt leicht nach rechts, geht nach unten. Dann geht er wieder nach rechts. Also er muss jetzt eigentlich nur sich umdrehen, dann durch die zweite Tür gehen, auf der rechten Seite. Also er dreht sich jetzt nach hier. Nein. Nach unten, nach da. Nee, genau andersrum. Und dann geht er auf die zweite Tür auf von seiner Seite links dann, oder? Hier lang. Jetzt bin ich vor irgendeiner Tür, die gar nicht da sein dürfte. Ja, ist aber schon mal gut. Jetzt drehe ich mich ein Stück nach rechts. Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach diesen Drecksweg, so wie wir gekommen sind. Keine Abkürzungen suchen. Geradeaus. Und dann rechts. Okay. Burn, Baby. So. Oh, ich kann nicht auf die Karte gucken, solange Harry die Fackel gezückt hat. Hier können wir uns verstecken. Sind ja schon so ein bisschen dumm, ne? Die sehen uns nicht. So, wenn wir jetzt lang genug hier drin sind, dann hört das auf zu flackern, dann können wir raus. Aber wir können hier drin nicht auf unser Handy gucken und die Zeit sinnvoll nutzen. So richtig. Ach, scheiß drauf. Oh, die nächste Stelle. Na toll, wie soll ich denn hier ein Foto machen? Kurze Pause, um zu schauen. Oh, ich bin sogar richtig. Ich muss jetzt geradeaus und mich dann... Eigentlich muss ich mich jetzt einfach nur geradeaus links halten. Okay. Das ist so fucking awesome. Da oben ist es schon. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und hier treiben die es gerade im Auto oder so? Naja, fast. Kurz davor. So, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück, werde ich niemals finden. So, ich mache jetzt mal eben die Taschenlampe aus, meine Lieben. Nee, da sehe ich ja selber nichts mehr. Hier bin ich rechts lang gelaufen, glaube ich. Da müssen wir hier einmal so um die Kurve laufen. Und dann hier hoch, weil anders geht's eh nicht. So, dann war es hier lang. Dann ist hier irgendwo links eine Tür.
Und dann jetzt hier die Tür. Hoffe ich. Und dann die Treppe hoch. Das ist der Schrank, in dem wir uns versteckt haben. Huch. Nein! Abzüge in der B-Note. So, hier jetzt einfach so langlaufen. Runter. Und jetzt ging es hier so ziemlich bis zum Ende durch. Und dann habe ich die Tür genommen, weil ich keine andere gesehen habe. Und dann die ganz kleine Tür am Ende. Das blaue Licht am Ende des Tunnels. Das blaue Licht ist übrigens ein echt cooles Märchen. Genau, hier sind jetzt die Gitter und ich muss mich, glaube ich, rechts halten. Da hinten, genau. Wer ist da beim Lehrer im Wagen? Widerlich. Er könnte ihr Vater sein. So. Hat irgendjemand von euch jetzt die letzten Minuten überhaupt zugeguckt oder diskutiert ihr gerade über irgendwas anderes? Ist ganz interessant, was hier so alles geschrieben wird, wenn man mal nicht hinguckt. Und der Patrick gibt gerade der ganzen Welt seine E-Mail-Adresse. Hedys Höllenfeuer ist sein Teelicht. Ohne Duft. Aber vielleicht, aber gibt es nicht auch Febreze-Teelichter? So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle stolz auf mich. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Ich will ins Bett mit meinem wunderbaren Panda-Jäckchen. Das habe ich heute übrigens auch wirklich auf der Arbeit angehabt. So. Oh, ja. Also, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir waren jetzt eine sehr kleine, illustre Runde, aber das macht ja nichts. Ich freue mich über jeden Zuschauer und es ist sehr schön, dass der harte Kern immer noch mit dabei ist. Ja, bla, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Wie hat euch das Spiel generell gefallen? Ist es gut mal für einen Stream oder wollt ihr lieber weiterhin Wimmelbildspiele haben? Soll ich das Spiel vielleicht in einem anderen Stream dann mal weiterspielen? Also, ja, sag da mal was zu, solange ich noch hier bin. Wir haben jetzt schon zweimal weiterspielen, dreimal, viermal. ja, also vielleicht mache ich das, wenn ich mit dem NaNoWriMo rechtzeitig fertig werde. Ich habe Ende November eine Woche Urlaub. Dann mache ich vielleicht einfach nochmal einen Stream. Das wird dann aber relativ kurzfristig mitgeteilt, weil ich glaube, wir sind auch schon halb durch irgendwie bei dem Spiel. Das Einkaufszentrum kommt noch, daran kann ich mich erinnern. Und das Krankenhaus. Und dann kommt eigentlich schon der letzte, das ist wieder so Otherworld mit irgendwelchen psychedelischen Dingen und Labyrinthen und Sachen, die man runterfällt. Und dann kommt noch das Boot. Nein, nicht ganz die Hälfte, aber wir haben schon extrem viel geschafft heute. Und ich bin nur einmal gestorben, das ist schon mal gut. Ich bin nicht mal mehr in dieser duseligen Blockhütten-Bla-Geschichte gestorben. Da bin ich sonst immer gestorben. Und guck mal, dieses komische Empfangssymbol oben links sieht aus wie ein Penis. Oder eine Rakete. Aber die Penis-Version finde ich lustiger. Ja, also, ihr Süßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein fröhliches Halloween. Gute Nacht. Und ihr wisst, ab dem nächsten Monat, ja, ich winke gerade in die nicht eingeschaltete Kamera. Der nächste Monat ist mein Schreibmonat, aber Videos kommen weiterhin. Auch hier werden jetzt die drei Parts, die ich heute aufgenommen habe, von Shattered Memories, werden natürlich auch hochgeladen. Also könnt ihr euch das alles nochmal angucken, wenn ihr Bock habt. Und ja. Oh, jetzt ist gerade noch jemand vorbeigekommen. Hallo, Slabus, habe ich das richtig gesagt? Jetzt hast du es wenigstens noch geschafft, die Abschlussworte zu sehen. Das ist so wie diese Leute, die ins Kino kommen, noch den Abspann sehen können.
Aber schön, dass du trotzdem hier bist und ich wünsche euch gerne eine gute Nacht und wir sehen uns. Tschüss.